Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Wie ihr gerade im Intro ja schon gesehen habt, sind wir heute zu Besuch bei Shishaya. Ich würde sagen, Tim, stell ich doch einfach als erstes mal vor, weil die Leute kennen die ja noch nicht. Vielleicht. Also jeder, der mich nicht kennt, ich bin der Tim von Shishaya. Ich bin der Geschäftsführer, bin der Kopf von der ganzen Sache und ja, Marvin kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Und deswegen hat er gesagt, ob das klar geht. Ich so, ja, können wir machen. Logisch, warum nicht? Ja. Ich denke, es ist eine ganz coole Idee. Ich habe euch ja schon gefragt, haut mal Fragen raus in der YouTube-Community, auf Instagram und Co. Und ich würde sagen, die gehen wir ganz spontan durch und gucken, was der Tim da so zu sagen hat. Deswegen Frage Nummer 1. So, DFN Benny hat gefragt, kann man heute noch in das Business einsteigen oder ist der Markt nicht schon fast zu übersättigt? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wir können ja offen und ehrlich reden, oder? Klar, dafür sind wir da. Okay. Also ich würde es nicht mehr tun. Gerade jetzt zu dem Zeitpunkt würde ich es nicht mehr tun, weil der Markt dann wirklich voll ist. Vor 3 Jahren, wo Shishaya auf den Markt gekommen ist, da war das noch ein bisschen was anderes. Wo man dazu sagen muss, dass Shishaya eigentlich inoffiziell schon seit 5 Jahren gibt. Ja, der guten 5 Jahren. Ja, aber das muss im Endeffekt muss es jeder selber wissen, ob man da jetzt unbedingt nochmal einsteigen will. Millionäre wird man durch Shisha nicht. Ja, ob das jetzt Tabak ist oder Pfeifenhersteller, wirst du einfach nicht. Ja, also das muss man bewusst, oder das muss einem bewusst sein. Das ist mit sehr viel Kopfschmerzen zu tun. Ja, weil halt auch schon wirklich mega, mega viel auf dem Markt gerade ist. Ja. Deswegen ist meine Meinung. Man sollte sich vielleicht anders weich umschauen. Okay. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber auf jeden Fall meine Shisha-WG-Pfeife irgendwann rausbringen, sagst du eher, ja, guck, dass du eine Kooperation hast? Oder wie siehst du so die Hürde? Um jetzt mal meine Frage zu der Frage noch rauszuhauen. Das ist, ja klar, Kooperation kann man immer irgendwo starten, was auch mit Sicherheit die bessere Lösung wäre, ja, weil man halt einfach irgendwo schon ein Unternehmen hat, was sich einen Namen gemacht hat. Die Ahnung haben, wie man gute Pfeifen herstellt. Ich müsste mir ja noch alles beibringen. Genau, also die Lernphase fällt weg. Ja, das ganze Marketing oder das ganze Aufbauen von einem neuen Unternehmen fällt auch weg. Von daher ist es mit der Kooperation gar nicht mal so schlecht. Ja. Und wenn man wirklich dann merkt, oh, die Pfeife wird nicht so angenommen oder das Mundstück wird nicht so angenommen, dann kann man halt immer noch zurückrudern und sagen, okay, das war ein Versuch wert, ja, wir haben es probiert. Hast du nicht die ganzen Maschinen gekauft? Genau, das kommt halt dazu. Ja. Oder man ist halt ein Einkäufer, Verkäufer, was viele mittlerweile sind, ja. Also es gibt wenige, die wirklich selber produzieren, was eigentlich auch schade ist, weil sich in der Öffentlichkeit immer als Hersteller deklarieren, was aber keine Hersteller sind, weil es einfach Einkäufer und Verkäufer sind. Also bevor die Leute sich irgendwie wundern, warum ich hier sitze, ja, und der Marvin steht, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich aufstehe, genau. Deswegen sitze ich. Entschuldigung. Ihr habt es ja schon immer gesehen auf den Fotos, auch wenn Warren neben mir steht und Warren ist ja jetzt auch kein kleiner Mann so. Ja, tut mir leid, ne? Das ist schon sehr lustig, wenn ich neben dir stehe. Stell ich doch mal eine Sekunde hin. So gagmäßig? So gagmäßig. Das ist halt schon lustig. Ich glaube, ich sehe mir jetzt gar nicht mehr, oder? Man sieht jetzt nur noch Marvin. Wahrscheinlich so die Augen so unten am Bildrand. Hallo, ja, hier bin ich. Wir sagen, wir machen mal weiter mit Frage 2. Ja. Frage 2 ist von King Rager. Hat Shishaya auch luxuriöse Pfeifen? So, jetzt muss ich direkt mal dazu fragen, was ist denn bei der Frage noch luxuriöse Pfeifen? Also Shishaya ist ja definitiv im oberen Preissegment. Die günstigste Pfeife, die du hast, ist die Atom mit Aeon. Ja, aber die günstigste Pfeife, die du komplett machst, also die nur Shishaya, pur Shishaya ist, ist die Kylie 350 für mit 196? Genau, 197? 196, 99, ja. Ja. Und die Atom, das war ja auch eine Kooperation mit der Aeon gewesen, ja, wo ja ausläuft und sind auch, glaube ich, nur noch 3 Stück auf Lager. Also wenn jemand eine noch haben will, schnell sein, lohnt sich auf jeden Fall. Wird auch nicht mehr produziert. Ja, aber was heißt luxuriös? Das, vielleicht will er noch ein paar Swarovski-Steine drauf haben oder so. Umsetzbar ist alles. Ja, es ist halt immer die Frage, was ist einem das Ganze wert. Ja, weil im Endeffekt sind die Shit, Faden verloren. Die Kunden sehen ja immer nur das Gesamtbild. Ja, also das fertige Produkt sehen die Leute. Aber was da für eine Arbeit hinten dran steckt, das sehen die meisten ja gar nicht. Ja, und das dann halt auch zu schätzen würdigen, was da für eine Arbeit hinten dran hängt. Ja. Deswegen, das ist eine
schwere Frage, wo man so gar nicht beantworten kann, weil jeder definiert das anders. Also ja, ich würde sagen, Shishayas sind schon luxuriöse Pfeifen und vor allem auch einfach Oberklasse-Pfeifen. Danke. Weil, ja, ich meine, also du kannst die, es gibt einfach keinen Weg, wie du die mit einer 70 Euro oder 50 Euro Amy oder sowas vergleichen kannst. Es ist ja einfach was ganz anderes. Ja, ja. Oder? Ja, also ich würde einfach sagen, Shishaya ist eine Oberklasse, ist einfach Endgame, was Pfeifen angeht. Okay. Ja, wir versuchen ja auch natürlich, oder ich habe von Anfang an immer versucht, dass das mich selber an der Pfeife gestört hat, irgendwo umzusetzen, um euch mit dem Shishaya-Produkt einfach eine Freude zu machen. Ja. Ja. Frage Nummer 3 ist nämlich von Julian. Und Julian würde gerne wissen, wie viel verdient man so an einer verkauften Pfeife? Ist das Betriebsgeheimnis oder kann man darüber reden? Man kann über alles reden. Es ist halt die Frage, ob man darüber reden sollte. Sagen wir es mal so, es kommt drauf an, wie man das sieht. Ja? Wenn du prozentual das Ganze rechnest. Also ich glaube, Julian will jetzt einfach hören, wie viel Euro landen am Ende von der verkauften Shishaya in deiner Tasche? Das kann man eigentlich gar nicht so rechnen. Das geht eigentlich gar nicht. Weil, dann müsste ich pro Pfeife, wie soll ich das erklären jetzt gerade, schwer. Also wenn man den ganzen Arbeitsaufwand, der da noch hinten dran steckt, der einfach händisch ist, ja, wie Tellerschleifen, die Rohre von außen abdrehen, Gewindebürsten, das Ganze auch noch runterrechnet, bleibt wirklich nicht viel hängen. Also ich würde jetzt mal so roundabout 30, 40 Euro. Ja, das ist schon... Bei dem Preis für die Pfeife, ich weiß ja ungefähr, was so einige Händler für ihre Pfeife im Einkauf zahlen, eine saukleine Marge. Ja. Hm? Also, ja. Deswegen, das ist eine, ja. Ja, ist halt auch tricky, ne? Ja, das ist tricky. So, MB Moritz würde gern wissen, ist es schwer im Shisha-Business Fuß zu fassen? Wir können ja nochmal, du machst es jetzt. Vor 5 Jahren hast du angefangen, so ein bisschen zu schrauben für dich selbst und vor 3 Jahren hast du gesagt, ich mache da jetzt eine Firma draus, ich verkaufe das jetzt, ich gehe public. Ja, ja, wie schwer war das? Vor 3 Jahren war ich halt einfach so weit gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss über mein Produkt eigentlich nicht reden, mein Produkt redet für sich selber her. Also da konnte ich zu 100% hinter meinem Produkt stehen, weil es mich selbst überzeugt hat, aber halt auch die ganzen anderen Leute überzeugt hat, die es vorher schon mal testen durften. Und die halt auch gesagt haben, ja, das passt. Ja, also wir hatten ein Jahr die Pfeifen auch im Dauereinsatz in der Bar platziert gehabt. Und da haben wir auch Feedback zurückgekriegt. Also absoluter Hardcore-Test eigentlich. Genau, bevor wir wirklich auf den Markt gegangen sind. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt können wir zu 100% hinter dem Produkt stehen. Und daraufhin haben wir das gemacht. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Das muss einem bewusst sein, gerade weil halt der Markt sehr, sehr voll ist. Also vor 3-4 Jahren war das noch wesentlich entspannter. Vor allem vor 3 Jahren gab es, glaube ich, wenige Pfeifen, die einen so guten Edelstahl benutzt haben, die so gut verarbeitet waren, die in derselben Kategorie halbwegs spielen konnten. Ich glaube, V4 nimmt immer noch keiner. Das sind immer noch die einzigen. Also ich kenne auch keinen anderen, der V4 nimmt. Aber ich weiß schon, das ist eine andere Frage. Okay, da gehen wir gerne weiter drauf ein. Ja, da gehen wir, glaube ich, gleich noch drauf ein. Würde Shishaya eigenen Tabak rausbringen, würde gerne Honda wissen. Also ich hatte wirklich vor 2 Jahren drüber nachgedacht. Die Sache ist aber bei dem Tabak, muss ich offen ehrlich zugeben, könnte ich nicht selber machen. Ja, weil das auch noch irgendwo mit reinzubringen, ja, dass du auch sagst, ich produziere den Tabak komplett selber, tu den abfüllen, tu den... Steuerbanderolen fertig machen, alles safe fertig machen, ist zeitlich nicht umsetzbar. Das ist nicht umsetzbar und mittlerweile auch bei so vielen Tabakherstellern weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich nochmal antun würde. Und wenn es irgendwann Shishaya-Tabak geben würde, dann wären das, glaube ich, auch nur 2 oder 3 Sorten. Und da wird auf jeden Fall eine Traube dabei sein. Da hätte ich eben schon alles drauf dabei. Die Frage ist nicht dabei, beziehungsweise es kommt noch eine Frage, die halbwegs in die Richtung geht. Ach, wir lassen es nochmal offen. Wir quatschen da gleich drüber. Wenn die Frage kommt, können wir da anknüpfen. Okay. So, die nächste Frage. Diesmal von Joachim. Wie wäre es mit einem eigenen Kopf und sind noch andere Produkte in Planung? Eigene Kopf, ja. Gebe ich zu. Ist in Planung. Ist auch schon des längeren Planung.
Wird aber ein Kopf werden, wo nur gewisse Leute Verwendung für finden, würde ich mal sagen. Also machst du den wieder so, wie du einen Kopf haben willst, so wie du gerne rauchst und das ist dann so, Leute, ich glaube, das ist geil so, ja, friss genau, oder stirb. Genau, okay. Ja, so was wird es werden und ja, wie gesagt, eine gewisse Zielgruppe wird es eventuell feiern und manche werden einfach haten und werden sagen, ja, braucht man nicht, funktioniert nicht und dies und das. Aber die Leute, die sich mit der Materie auseinandersetzen, die wissen schon, warum, wieso, weshalb. Ja. Okay. Schofield 1337 fragt, ist die Quentins eine Nachmache von der Shishaya? Für die Leute, die es nicht wissen und gerade ein bisschen Hintergrund brauchen, Quentins ist auch eine Pfeife, die ebenfalls aus Rottgau kommt. Also, um noch mehr Hintergrund zu nennen, ich bin in Rottgau aufgewachsen, wusste lange gar nicht, dass der Tim aus Rottgau kommt, beziehungsweise Shishaya aus Rottgau kommt und der Tim dahinter steckt. Hab das dann irgendwann durch einen Shopbesitzer, mit dem ich befreundet bin, erfahren und so kam das so zustande, dass wir immer mehr mal was gemacht haben. Ja. Ja. Ist die Quentins eine Nachmache? Inwiefern soll sie denn eine Nachmache sein? Man könnte die Frage ja jetzt auch anders stellen. Ist Quentins die Nachmache von Shishaya? Ja, also. Herr Snow, ist doch die Frage. Nein. Ist die Quentins eine Nachmache von der Shishaya? Ah, okay, Entschuldigung. Ja. Dann müssen wir es andersherum formulieren, ja. Nein, ist sie nicht. Es ist im Gegenteil eigentlich. Quentins ist ein Shishaya-Produkt. Ja, also Quentins wird von Shishaya produziert, wurde von Shishaya, also von mir konstruiert. Das heißt, jeder, der die Shishaya, eine Quentins-Pfeife daheim stehen hat, hat eigentlich eine Pfeife von dir daheim. Genau, das sieht man eigentlich auch an der Qualität und an diversen Bauteilen, ja, ob es der Schlauchadapter ist, ob es die Lüftungskappe ist, ob es der Kopfadapter ist, der Teller ist, ob es die Führung ist von Base zu Bowl, ja, mit dem unten liegenden Feingewinde, dass man die Bowl einfach nicht verkanten kann, also die Base. Was auch patentiert ist. Also von daher. Also kann ich besser nicht kopieren tun. Kann ich auch alles offenlegen. Ja, also habe ich auch gar keine Probleme mit. Nein, das Quentins ist. Shishaya ist keine Kopie von Quentins. Nein. Und auch umgekehrt nicht. Ja, also das ist nichts kopiert oder so. Das ist einfach wirklich aus einem Haus und fertig. Ja. Jan Schelliger 99 würde gerne wissen: Ist V2A teurer als V4A teurer als V2A? Und warum verwenden Sie V4A Edelstahl? Ich hoffe übrigens, ihr habt letztens das Bild gesehen von dem geilen V4A Edelstahl Block, das ich auf Instagram gepostet habe, aus dem dann die Base entsteht. Aber ja, haben wir gerade hier noch irgendwo rumliegen, ja? hier liegen sie doch. Ja, da liegen sie. Das sind die Blocks, aus denen dann am Ende so eine Base wird. Ja? Da seht ihr es. Natürlich Schlauchanschluss noch extra. Ja, klar. Ich glaube, die Leute haben es schon verstanden, um was es geht. Ja. V4A ist ein Ticken teurer wie V2, aber der Hauptpunkt liegt eigentlich in der Zerspannung. Da ist halt wirklich... Erklär doch mal, was das ist kurz. Die Zerspannung ist einfach die Bearbeitung von dem Rohmaterial, wie wir es gesehen haben, zu dem Endprodukt. Und da liegt die Laufzeit halt einfach höher bei V4A wie bei V2A. Ja, deswegen ist es halt... Von der Zerspannung her teurer wie V2, weil du halt auch andere Werkzeuge brauchst und so Sachen. Warum V4 und nicht V2? Das hat den Hintergrund, dass ich 2 Jahre in der Lebensmittelbranche tätig war. Ich habe Förderanlagen für diverse Unternehmen gebaut und deswegen halt auch V4 genommen habe, weil es halt wirklich komplett lebensmittelfreundlich ist. Ob das ist es säure- und laugenresistent, also ihr könnt die Pfeifen ohne Probleme in die Spülmaschine stellen und auch bei Spülmaschinen, Tabs oder Flüssigkeiten sind doch irgendwo Säuren, Laugen und würden Materialien angreifen. Das ist halt bei V4A gar nicht. Und manche sagen natürlich auch, ja, ich nehme die Pfeife aber nicht mit einem Schwimmbad oder so, mit dem Chlor, wie ist das? Ja, aber selbst das könntet ihr tun. Ja, also ihr könntet auch mit der Pfeife schwimmen gehen, ohne dass das Chlor jetzt das Material angreift. Wie sieht es mit Salzwasser aus, wenn ich es irgendwie jetzt mit an den Strand nehme? Alles gut. Alles kein Problem. Alles gut. Wenn du Salzablagerung haben solltest auf dem Material, dann stellst du die ganz normal in die Spülmaschine oder machst du es sauber und gut ist. Also, Jan würde außerdem gerne noch wissen, wie kam er auf die Idee, eine Pfeife zu entwickeln? Das ist cool. Das ist richtig cool. Das können wir auch richtig lang jetzt eigentlich diskutieren. Ja, ich glaube, ein ganz bisschen. Ganz kurz und knapp. Mich hat es halt einfach irgendwann tierisch abgenervt, dass irgendwelche Komponenten kaputt gegangen sind an der Pfeife. Ich keine Zeile gekriegt habe oder vom Handling halt einfach viel zu kompliziert waren und deswegen habe ich irgendwann gesagt,
das, was mich selber nervt an der Pfeife, bringe ich mein Produkt einfach ein. Also Probleme gesehen, Probleme gelöst. Genau. Ja. Und dadurch ist das Ganze entstanden. Die nächste Frage. Gibt es einen Grund, warum er keine Schliffe verbaut? Da muss ich direkt dazu sagen, es werden die zwar nicht direkt verbaut, aber ihr könnt es im Shop nachkaufen. Also wenn ihr einen Molassefänger draufhauen wollt unbedingt, und ich sage immer wieder, ich sehe keinen Grund, warum ich auf meiner Keile einen Molassefänger haben wollen würde, aber wer es unbedingt will, kann sich nachkaufen, oder? Was ist deine Meinung dazu? Ja, man kann sich nachkaufen, weil halt auch viele Leute sich gerne irgendwas zusammenbauen, was ich auch cool finde. Manche Pfeifen sehen mega geil aus. Die Atom war zum Beispiel komplett Schliff. Ja, es ist halt immer eine Sache. Ja. Ich habe mich halt auch darauf ein bisschen spezialisieren wollen oder spezialisiert, eine Gastropfeife zu machen. Ja. Deswegen haben wir das integrierte Entlüftungsventil. Dass die Leute halt nicht auf die Idee kommen, irgendwie eine Kugel zu klauen. Was mir früher auch passiert ist, wenn ich irgendwo in eine Bar gegangen ist, dass die Fallschrift gezogen hat. Ich habe mich gewundert, ja, keine Kugel drin. Ja, ja, passiert echt oft. Und das ist halt der große Vorteil. Also man kann die halt wirklich auch am Teller durch die Gegend tragen und das ist richtig angenehm und das kriege ich von der Gastro immer mehr zu hören, dass es halt wirklich vom Handling her super einfach ist und ja, deswegen keine Schliffe. Obwohl die neue Edelstahlrauchseile, was wir jetzt rausgebracht haben für die Shishaya, hat einen Kopfschliff. Ist zwar limitiert, also solltet ihr schnell sein, falls ihr eine haben wollt. Wo hast du eigentlich das Bild her? Das sieht verdammt gut aus in deinem Shop. Hast du da irgendwie Profi oder bist du im Studio? Ich kenne da jemanden, der hat mir das mal so nebenbei so ein bisschen. Das ist war eine coole Sache. Ich will jetzt auch nicht so viel loben. Ja. Wie waren die ersten Versuche? Ich blende euch natürlich nochmal ein paar Bilder ein, weil hier stehen zwei Pfeifen rum. Das waren so deine. Meine ersten Versuche, ja. Ja. Meine ersten Versuche waren sehr rustikal. Das wird man dann auch sehen, wenn Marvin es reinbringt. Da ging es mir auch gar nicht um die Optik. Also jetzt nicht dann irgendwie drunter kommentieren und haten von wegen, oh, dieser Port hässlich und dies und das. Nein, da ging es rein nur um die Versuche, Durchmesser, Rauchsäule, Tauchrohr, welche Längen braucht man, was für ein Volumen im Glas sollte man haben. Ja, weil das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ja, also die Leute unterschätzen das immer und sagen, umso größer die Pfeife, umso besser. Nein, das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Haben wir auch ein Video drüber gemacht, wo wir die Odemann Mikro verglichen haben mit der D-Love. Also eine wirklich winzige Pfeife gegen eine riesige Pfeife. Ja, ich muss sagen, im Endeffekt ne, ist halt relativ ähnlich. Also ist jetzt nicht so, als ob die D-Love auf einmal dreimal so große Rauchwolken produzieren würde oder so. Das ist wirklich eine Sache von wie soll ich es kurz erklären? Von Rauchsäule, Tauchrohr, Längen, Durchmesser zum Volumen im Glas. Wenn das alles miteinander passt und vom Verhältnis her stimmt, dann kommt es gar nicht auf die Größe drauf an. Und dann brauchen wir auch kein Closed Chamber. Wenn jetzt manche kommen und sagen, ja, die Pfeife hat kein Closed Chamber. Nein, brauchen wir eigentlich auch nicht, weil es gibt kein alten Rauch, das gibt's nicht. Weil das Volumen, was du im Glas hast, das ist, sagen wir mal, 20% von dem Lungenvolumen, was du hast. Ja. Ja, also. So, ich glaube, die können wir relativ schnell abhaken. Alles, was aus Metall ist, auch mit Wunsch Veredelung möglich. Also kann man sich die Metallteile auch veredeln lassen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da Chrom und Roségold oder sowas wahrscheinlich gemeint. Nein. Chrom wäre wieder Material, ne? Das Problem ist, Edelstahl zu verchromen geht, ist sehr aufwendig und Chrom ist hochgiftig. Das wissen die meisten gar nicht. Da entsteht Phosphor. Okay. Ja, während dem chemischen Prozess entsteht Phosphor und Phosphor ist nicht gut. Das weiß man ja. Phosphor vielleicht nicht so geil zum Italiener. Ja. Aber ansonsten ist es kein Problem, ob es jetzt vom Polieren ist oder wir haben ja die Beschichtung, das Silver Crown Metallic. Oder das Army Black. Wird auch mit Sicherheit noch was anderes kommen wieder, aber dann denke ich mal nur als Limited Edition. Ja. Hat Shishaya schon mal YouTuber bezahlt? Haben YouTuber schon mal Shishaya bezahlt? Das sollte man vielleicht mal fragen, ja? Ja. Nein. Quatsch. Nee, hast du schon mal jemandem einen Huni in die Hand gerührt? Komm, Junge. Nein. Hier, Huni, mach mal. Würde ich auch nie machen, weil wir sind ganz normale Menschen. Verdammt. Ja. Wir sind alles ganz normale Menschen. Wir rauchen Shisha aus Leidenschaft und das sollte auch so bleiben. Man sollte keinen dafür bezahlen, um irgendwie ein
ein gutes Statement zu kriegen oder Gott weiß was. Das ist Quatsch. Wenn ein Produkt überzeugt, dann muss ich doch keinem 100 Euro geben. Mhm. Ja, dafür, dass er eigentlich das sagt, was das Produkt selber sagt. Ja. Wenn ich irgendwas zu verbergen habe, dann ist das vielleicht was anderes. Ja, aber ich... Du meinst im Sinne von Betriebsgeheimnissen? Ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen bezahlt, ich werde keinen bezahlen, weil Shisha rauchen ist eine Leidenschaft. Das sollte immer eine Leidenschaft bleiben und nein, mache ich nicht, werde ich nicht. Vielleicht noch ein paar von meiner Seite. Ich muss immer dazu sagen, das ist natürlich cool, wenn man die Produkte bekommt zum Testen, aber ich würde zum Beispiel auch niemals meine Meinung verkaufen. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich sagen würde, ja, Digga, ne, 500 und ich mache dir eine richtig gute Meinung im Review, ist es halt auch vorbei. So, dann stell dir mal vor, ich sage jetzt, ey, Shishaya, richtig geile Pfeife, Tim, komm mal 200. So, dann holt sich einer von euch die Shishaya und hasst die Pfeife. So, dann, ne, dann ist doch unser Fan, es ist direkt am Arsch. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, so, hier, keine Ahnung, hast Kamera für 1000 Euro, hast, was weiß ich, Lichter für 500 Euro, ich gebe dir einen Huni für deine Arbeit, sag aber deine ehrliche Meinung, das ist vielleicht was anderes, wo man drüber reden kann, haben wir aber auch noch nie gemacht. Aber ja, das so vielleicht von der YouTuber-Seite. Ja, ja. Aber nochmal was Kurzes reinzubringen. Es bringt eigentlich im Hersteller auch nichts, wenn das gekauft ist. Ja, weil aus Fehlern oder aus Einsichten, was andere Leute dir nahelegen, da kannst du dich dran verbessern, da kannst du dich optimieren dran. Konstruktive Kritik. Genau, es gibt keinen negativen Konstrukt. Außer jemand sagt, Bruder, dein Pfeife ist scheiße. Ja, aber dann muss er es argumentieren, wieso, weshalb, warum, wenn er das kann. Und das hat alles Hand und Fuß. Ja, dann sollte es bei mir im Kopf ratter, ratter, ratter machen. Okay, ich sollte was verändern. Ja, deswegen muss mir keinen bezahlen. Gottes Wille, das ist Quatsch. Ja, also jeder, der das tut, sorry, aber ist falscher nicht, Ansatz. Vielleicht. Ist nicht lernfähig. Ja. Ja. So, Karl Drogo wird noch gern wissen, welche Produkte bringen am meisten Gewinn, welche am wenigsten. Das ist jetzt wieder die Frage. Sieht das man das prozentual oder sieht man das total? Weil total wird es wahrscheinlich eine Shisha sein, weil die kostet auch am meisten. Ja, ist halt auch wesentlich mehr Zeitaufwand wie jetzt bei Kleinkunden. Ja, aber ich meine, bei einer Pfeife bleibt dann, du hast vorhin gesagt, wie viel? 60 Euro bleiben hängen? Ja, 30 hängen? Bis 40. 30 Euro. Bis 40. So, 30 bis 40 Euro bleiben hängen, sagen wir mal 40. Denn ne, an einem anderen Produkt, das halt 40 Euro kostet, kannst du keine 40 Euro verdienen. Ne? Aber deswegen, prozentual, was ich sagen kann, kann man das nur prozentual sehen. Weil, was ich vorhin auch vergessen habe, du darfst ja auch nie vergessen, Verpackungsmaterial, die Zeit, die du fürs Verpacken brauchst, ja, Versand. Klebeband, Versand, dies, das. Ja, auch wenn wir ab 50 Euro Versand kostenfrei und unten drunter muss man es halt zahlen. Ich denke mal, mit 7 Euro, das ist fair. Ja, ja, das zahlt man eigentlich der regelt überall. Ja, deswegen, das ist prozentual, kann man das nur sehen. Und da, schwer zu sagen, Zubehör. Zubehör. So, die nächste Frage von Karl. Warum sollte man sich für Shishaya entscheiden? Die Frage möchte ich nicht beantworten, die Frage kann ich nicht beantworten. Weil im Endeffekt muss es jeder selber wissen, für was für ein Produkt er sich entscheidet. Ja? Und meine Antwort wäre darauf, was ist für dich die beste Optik? Also dein Empfinden, nicht meins, sondern deins. Und die Funktion. Das ist ich habe einen Kumpel, der findet die Shishaya hässlich des Grauens. Ja. So, okay, gut. Geschmäcker kann, sind verschieden. Genau, ja. Man kann nicht jeden Geschmack treffen. Das will man auch gar nicht, weil dann wird jeder dieselbe Frau lieben, wird jeder dasselbe Auto fahren und das ist, glaube ich, uncool. Dasselbe Essen, deswegen, Essen und so weiter, ja. Ja. Wieso wolltest du eine eigene Shisha entwickeln? Ich glaube, das haben wir vorhin schon abgehakt. Ja. Du hast ein paar Sachen gehabt, die dich gestört haben. Und das halt einfach drin. Warum sollte sie so stabil sein? Bist du so ein Tollpatsch? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Dass ich Gastropfeife, ne? Genau, es ist eine Gastropfeife, war auch immer so gedacht. Und was bringt euch das, wenn ihr euch eine Pfeife kauft für, sagen wir mal, 200 Euro und die ist nach einem halben Jahr kaputt? Ja. Ja. Ich möchte mir doch eigentlich was für die Ewigkeit kaufen. Ich glaube, stabil war eher so, du kannst die mit zwei Fingern am Kohleteller heben und es verbiegt sich kein Millimeter. Ja, weil es halt wirklich Qualität ist, wo ich sehr, sehr, sehr viel Wert drauf lege, weil ich aus der Fertigung einfach komme. Und ja, wie gesagt, was bringt euch das, wenn die nach einem Halbjahr kaputt ist oder in der Brauchersatzteil oder so? So, hattest du schon vorher mit Stahl zu tun oder musstest du das alles selber lernen? Ich glaube, die Frage hat man beantwortet schon. Ich komme ursprünglich aus der Fertigung, ich bin gelernter Feinwerkmechaniker. Das hat man noch nicht gesagt. Doch, das hat man gesagt. Mit Feinwerkmechaniker? Nee, das weiß ich nicht.
aber dass ich aus der Fertigung komme, das ja. habe ich gesagt. Also, habe 7 Jahre in der Lackbranche gearbeitet, habe Lackanlagen gebaut für diverse Automobil-Leute. Ja, dann 2 Jahre Lebensmittelindustrie und dann Shisha, ja. 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 Welche deiner Pfeifen findest du für dich persönlich am besten gelungen? Das ist eine Fangfrage. Eigentlich darf ich darauf gar nicht antworten, oder? Doch. Würde mich jetzt nämlich auch interessieren. Und ich weiß nicht, welche Antwort kommt. Boah, das, da müsste ich jetzt gerade selber überlegen. Weil es kommt immer darauf an, von was für eine Seite aus man es sieht. Ja, von der Größe, vom Optischen her, von der Funktion. Also die Funktion bei der Rock vom Entlüften finde ich mega. Finde ich so geil. Feiere ich bis heute noch. Ja. Für die, die es nicht wussten, ne, The Rock hat hier drin das Entlüftungsventil und pustet den Rauch an der Base entlang. Von daher ist es, Kylie auf jeden Fall mega geile Pfeife. Vom Handling, Funktionalität mega geil für unterwegs. Saugeil vom Reinigen her. Gastro-Pfeife würde ich sagen, ja, sind sie alle Gastro geeignet? Ja, von daher würde ich, das ist schwer zu sagen, eigentlich alle drei. Wenn du nur eine daheim stehen haben dürftest, nur eine selbst benutzen dürftest, immer, welche willst du nehmen? Jetzt willst du es auch wissen. Ich glaube, da muss ich mich für die Rock entscheiden. Aber auch nur wegen Entlüften und wegen Rauchen. Ja, das Rauchverhalten bei der Rock ist geil. Ja. Ja, und das Entlüften, das macht einfach Spaß. Also ich muss zugeben, ich rauche eigentlich mit der Rock, nein, ich bin nur am Entlüften. Weil du kannst so mitspielen, ja, du kannst da den Rauch pulsieren lassen, du kannst ihn langsam runterlaufen, das macht einfach Spaß. Ja, ich verstehe, ja. was du meinst. Und du hast ja wirklich Spaß am Shisha-Rauchen, das soll es ja auch sein. Wie lange rauchst du schon Shisha? Das ist eine Frage, die können wir wirklich mal kurz und knapp. Naja, da muss ich ja eigentlich so inoffiziell mein Alter verraten, oder? Nö. Nein? Ja, aber dann haten sie wieder. Nein, ich rauche 15 Jahre schon Shisha. Persönlicher Lieblingstabak? Ich glaube, das weiß ich. Ja. Einfacher Traube Minze? Das auf jeden Fall, ja. Ja. Und Strong Orange gerade von Somo. Stimmt. Den sehe ich dich fast häufiger rauchen, glaube ich. Oder ist das... Kommt immer drauf an. Kommt immer auf den Tag drauf an. Obwohl ich eigentlich gar nicht so viel Shisha rauche. Nein, wirklich nicht. Also es ist nicht so, dass ich hier Tapfen pfeifen oder so rauche. Macht er sowas? Können da so ein paar Leute. So. Nee, aber Traubenminze auf jeden Fall und Strong Orange sind so gerade meine Top 2. Okay. Top 3 noch? Was kommt danach? Dann ist schon nicht mehr Lieblingstabak. Ne? Traubenminze wollte ich schon sagen. Doppelapfel geht auch, aber Doppelapfelminze ist dann schon eher so, wo ich sage, ja, ist schon wesentlich geiler. Obwohl der neue von Savu, der Doppelapfel, ist nice. Der ist richtig nice. Die nächste Frage finde ich auch ziemlich geil. Welche Shisha-Marke hast du selber zu Hause? Hast du nur noch Shishas daheim oder steht bei dir auch noch was anderes? Da haben wir dich aber, oder? Da habt ihr mich richtig, ja. Ist Gott sei Dank keiner gerade da, der jetzt mir ins Wort fallen könnte. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mir die geholt habe. Habe ich mir die denn geholt? War das auf der Berliner oder auf der Frankfurter Messe? Welche denn? Die Luda Veritas. Okay. Cool. Die habe ich mir geholt. Ja. Fandst du geil? Fand ich gut. Cool. Ist wirklich von der Qualität her eine gute Pfeife, vom Rauchen her eine gute Pfeife. Der Martin Gärtner, der hinter Luda Veritas steht, das ist auch ein sehr cooler Typ. Und ja, ich habe die Pfeife bezahlt. Das kann der Martin auch bestätigen. Ich habe sie nicht geschenkt gekriegt. Wollte ich gesagt, hast du die Geschenke gekriegt? Nein. Möchte ich gar nicht. Nee. Überhaupt gar nicht. War nur ein Spaß. Auch eine gute Frage. Soll es irgendwann mal eine richtig große Produktion werden oder soll es eine limitierte bleiben? Limitiert, was heißt limitiert? Jeder, der eine bestellen will, kriegt ja früher oder später eine. Aber hättest du Bock, das so richtig groß aufzuziehen? Nein. Ne? Nein. Shishaya sollte nie ein Massenprodukt werden. Hat einfach auch den Hintergrund, da es geht einfach die Liebe verloren irgendwann. Ja? Es passieren Fehler, die mit Sicherheit auch jetzt ab und an mal passieren. Ich versuche das immer auszumerzen.
Aber umso mehr Masse rausgeht, umso mehr Fehler können passieren. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe jedes Bauteil einmal in der Hand gehabt. Und das soll auch so bleiben. Ist ja. Auch cool so. So, die letzte Frage. Was ist dir wichtiger, Design oder Qualität? Qualität. Ja. Funktional und Qualität, also Funktion und Qualität. Also funktional und Qualität bestimmen im Ende auch das Design. Genau. Ja. Form, Defines, Function. Über Design kann man immer streiten, aber über Qualität, was willst du darüber sagen? Ja. Entweder ist es gut oder ist es schlecht. Ja. Ja, und Design, wie gesagt, hat jeder seine eigene Meinung. Ja, der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Deswegen Qualität ist auf jeden Fall ganz oben bei der Antwort. Das ist Nummer 1. Und da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Hast du privat oder so nur eine Frage, die du einfach mir mal so stellen möchtest? Ich glaube, die Fragen, die ich hatte, habe ich dir alle schon gestellt. Was ich noch mega interessant war, was glaube ich auch so eine der ersten Fragen war, die ich dir gestellt habe, als wir uns kennengelernt haben, war, wie lange brauchst du für eine Pfeife und wie viele Pfeifen kannst du im Monat herstellen? Also 100 Pfeifen im Monat können wir herstellen. Das ist aber auch, wenn du noch selbst zu den Händlern fährst, wenn du noch auf Messen bist. Nein, dann nicht. Das ist, wenn du 5, 6, 7 Tage die Woche daheim sitzt und von morgens bis abends. Genau, wenn ich halt wirklich reine Produktion bin, wo wir jetzt gerade leider noch nicht sind. Wir sind gerade im Lager, im Versand. Wir sind gerade ein bisschen am Umbauen, versuchen auch wirklich die Fertigung unter ein Dach zu bringen. Wir tun extern fertigen, aber fertigen selber. Ja. Sprich, du hast eine Halle, wo du das machst. Genau. Ja. Genau. Ja. Ja, das war auf jeden Fall so, ja, ich glaube, das war mit so die erste Frage, die ich dir gestellt habe, als wir mal über Shisha gequatscht haben. Ja. Nee, ansonsten fällt mir jetzt keine ein, die nicht so genau oder ähnlich schon kam. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, hör raus. Wie bist du zum Shisha-Rauchen gekommen? Zum Shisha-Rauchen? Ja. Ich bin damals mit Freunden, als sie die Simba aufgemacht hat in Rottgau, sind wir mal hingegangen. Mhm. Dann haben wir mal dieses Wasserpfeife ausprobiert. Dann haben wir mal dieses Traube geraucht. War ganz gut und dann sind wir mal die Woche einmal hin, zweimal die Woche hin. Am Ende waren wir 5 Tage die Woche da, dann haben wir uns so gedacht unter den Freunden, so, können wir uns ja auch eigentlich mal eine eigene kaufen. Mhm. Am Anfang wollten wir es die ganze Zeit noch nicht, weil wir sagten, naja, das ist ja Rauchen, das ist nicht so cool, ein bisschen ungesund und so. Lass das mal nur in der Bar machen, dass wir das so einschränken können. Und ja, 5 Jahre später stehe ich hier und rauche meine 3 bis 5 Köpfe am Tag. Mehr wie ich? Ja. Mehr wie ich schon. Ja. Hast du sonst noch eine Frage? Dann können wir den Spieß jetzt direkt umdrehen. So. Ja, das ist eigentlich gut, ja. Wie bist du zu YouTube gekommen? Zu YouTube? Das ist auch eine geile Frage. Ich habe schon immer ganz gerne mal so kleine Videos gedreht. Das sage ich auch manchmal in den Livestreams. Also ich habe immer mal, keine Ahnung, wenn wir mit Freunden weggegangen sind oder irgendwie, wenn ich Wakeboarden war oder so, habe ich immer die GoPro mitgenommen, habe immer kleine Videos gedreht. Also bist du jetzt eine Kamera schon wie ich? Nee, gar nicht. Aber ich fand auch immer den technischen Part geil. Also ich wollte auch immer gern filmen und das dann irgendwie geil zusammenschneiden und coole Übergänge und sowas. Fand ich immer geil und dann kam irgendwann so der Punkt, wo die ganzen alten YouTuber langsam mit diesen klassischen Reviews aufgehört haben. Ja? Mhm. Es gab weniger Leute wie zum Beispiel Yannick Atomhamster, der einfach sich hinsetzt und einfach eine Viertelstunde dir erklärt, wie der Tabak ist, ohne jetzt am Anfang großartig zu werten, so finde ich kacke und das ist scheiße und das ist kacke, das ist geil, sondern so richtig so, der riecht danach, der Schnitt ist geil, an der Farbe erkennt ihr, das ist guter Virginia und all diese Sachen. Und das hat mich dann irgendwann gestört und dann dachte ich, okay, du magst Film, du magst Shisha. Verbind das irgendwo. Verbind das irgendwo, ja. Und jetzt, ein bisschen mehr als ein Jahr später, sind wir hier. So, dann habe ich noch eine Frage, dann ist es auch die letzte Frage, weil ich weiß nicht, ob du mir eine Antwort geben möchtest Antwort geben kannst. Hm. Wo würdest du die Shisha-Szene in 2 Jahren sehen? Jetzt bin ich gespannt. Also, ich hoffe, dass, also tabakmäßig erstmal. Ich hoffe, dass die Leute einsehen werden, dass kurze Hypes unwichtig sind. Gerade langfristig. Mhm. Also ich denke, es wird immer Marken geben, die einen kurzen Hype auslösen. Alle wollen den haben, rauchen den
Und ein Jahr später weiß keiner mehr, was das war. Oder so, jo, habe ich damals mal geraucht, aber ja, ja. Interessiert mich nicht mehr. Fall. Und pfeifenmäßig hoffe ich, dass wir von diesen Kindheitskrankheiten, die ich immer noch irgendwo sehe in manchen Designs und Verarbeitungen, so, ich mache ein Produkt, das muss irgendwie fancy aussehen, so wie so manche Autos von früher, wo du dir so gedacht hast, Junge, das ist voll der Frankenstein. So, da ist alles irgendwie zusammengewürfelt und so, das fand ich geil und das fand ich geil und mache ich zusammen. Und im Endeffekt kommt irgendwie ein großes Ding raus, was komplett durcheinander und scheiße ist. Darum, dass sich das so ein bisschen ausmerzt und einfach durch die Bank weg die Qualität steigt von Pfeifen. Und ich hoffe, dass die Community mehr zusammenkommt. Genau. Um das, Tabak, das, Pfeifen und Community abzuholen. Das ist halt das, was ich auch festgestellt habe jetzt in der ganzen Zeit. Ich war das erste Mal, wann war die erste Messe? Ich glaube, vor 5 Jahren war die erste in Frankfurt. Ich war erst vor 3 Jahren oder so das erste Mal. Und wo ich das gesehen habe, wie schön klein und was für ein Zusammenhalt da war. Ja, und das war so ein Treffen. Und das jetzt ist halt einfach so traurig. Ja, eigentlich also traurig. Im Moment ist die Frankfurter Messe mehr eine große Verkaufsveranstaltung, einfach ein Bazar, wo man hingeht, versucht irgendwie ein Angebot zu schnappen und nimmt noch ein bisschen Kohle günstig mit. Und Es ist halt das Beisammensitzen auf eine Pfeife und sich irgendwo austauschen. Ist halt gar nicht mehr und das ist traurig eigentlich. Ja, weil wir haben eigentlich alle die gleiche Leidenschaft, Shisha rauchen und das verbindet ja irgendwo. Ja. So wie du das in der Shisha-Bar ja auch machst. Du gehst ja mit Freunden in eine Shisha-Bar und rauchst eine Pfeife zusammen. Quatschst zusammen. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, auch wenn das auf die große Community vielleicht im Moment nicht so harmonisch ist, muss ich sagen, dass kleine Community-Parts, der Alex steht nämlich die ganze Zeit hinter der Kamera, und guckt, dass da alles läuft. Den Alex habe ich durch Shisha-Rauchen überhaupt kennengelernt. Ja, würde ich nicht Shisha rauchen oder würde Alex nicht Shisha rauchen, hätten wir uns vielleicht nie kennengelernt. Obwohl wir im Endeffekt, also mein Elternhaus ist 200 Meter Luftlinie von Alex' Elternhaus weg. So. Aber wahrscheinlich hätte ich den Alex nie kennengelernt. Ja. Ja, was aber etliche Leute könnte ich dir nennen, mit denen ich mich jetzt regelmäßig auf eine Pfeife treffe, mit denen ich wahrscheinlich nie irgendwie in den Kontakt gekommen wäre. Dank Shisha, aber auch dank YouTube/Instagram. Ja, wo ich eigentlich auch drauf hinaus wollte, so ein bisschen, ist das gegenseitige Heben. Ja, jeder hat seine eigene Meinung, ja, und Gott weiß was. Aber man muss es doch nicht breit treten, ja. Nee. Man kann, früher hat man denjenigen kontaktiert, hat sich getroffen, hat gesagt, ey, das war scheiße gewesen, ja. Aber das heutzutage, dass alles in Social Media breit getreten wird, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat sein eigenes Empfinden. Lass das ist auch doch. Irgendwo Lass eine Style-Frage, weißt du? Uns gefällt vielleicht Shisha, ja? Beziehungsweise dir hoffentlich auf jeden Fall. Mir gefällt sie auch. Und ja, ist doch mein geil, Kunde gefällt sie halt nicht. Ja. So, ja, okay, gefällt dir nicht. Passiert. Jeder möchte doch eine geile Kylie zu Hause haben, ja? Oder eine heiße Taylor. Ja, also das. Also ich kann behaupten, ja, dass Taylor mich abends ins Bettchen begleitet. Stehst du manchmal nebenan? Nein, aber... Du schätzt dich an den mattschwarzen. Ich rauche ja mein Feierabendkopf dann da drin und die bringt mich dann ins Bettchen mit dem Feierabendköpfchen. Ja. Also ein Feierabendkopf muss auf jeden Fall schon sein. Ja, also ab und an, ja. Und um das Stichwort Feierabend jetzt direkt mal aufzugreifen, ich hoffe, es sind noch Leute da, ja, nach wahrscheinlich einer halben Stunde Interview. Oh, ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Also ich glaube, langweilig auf keinen Fall. Wirklich nicht. Also okay, ich glaube, ich würde mich selbst freuen, wenn es sowas auf YouTube gibt. Und ich würde mir das auch komplett reinziehen. Okay. Hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, so macht euch ein Pfeifchen an. Ihr habt hoffentlich gesehen, dass das doch länger geht als so ein Tabak-Review und habt euch direkt eine Pfeife angemacht und hingesetzt. In dem Sinne auch guten Rauch. Was rauchst du denn eigentlich? Um die Frage auch noch. Ich rauche Strong Orange mit Odison Pfirsich. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie er richtig heißt. Odison Pfirsich ist mega geil. Mega geil. Wie? Sag's doch einfach. Lucky. Okay. Also Grüße gehen raus dann auch an Michael, dann Lucky ist Bombe. Aber das habe ich ja auf der Intertabak schon gesagt. Ja. ich rauche in The Rock den Strong Lime, auch mit ein bisschen Strong Orange. Okay. Ja. Und ich muss sagen, Strong Orange, wo ist der Lime? Ja. Ja, Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Interview gefallen hat. Ne? Wenn ihr Bock habt oder wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Gerne. Ich sehe den Tim bestimmt nochmal wieder. Ja, auch generell. Wir hatten ja jetzt vorgehabt, eigentlich jeden Freitag ein Video rauszubringen. Da können wir auch immer mal so kleine Fragen zwischendurch beantworten. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Plus, wir haben auch noch andere Ideen, die wir gerne zusammen machen würden. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt.
Leute, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, ansonsten einmal an alle Freunde rausschicken, die das Video unbedingt sehen müssen, die vielleicht sogar eine Shisha daheim stehen haben und keine Ahnung, wer der Typ hier überhaupt ist. Ja? Könnte ja sein, man weiß es. Ja, ich bin ja nicht so in der Öffentlichkeit. Ja. Ja, aber wie gesagt, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Euer Tim und Marvin. Ciao. Okay. Ich dachte, du sagst das. Ach so, ne. Also, macht's gut. Ciao.